Dampf, E und natürlich Diesel. Und das alles im Rio Grande Video. In der DDR war die Eisenbahn in den 60er Jahren das Verkehrsmittel Nummer 1 und damit stand sie im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Regelmäßig zur Leipziger Frühjahrsmesse präsentierte die Reichsbahn, wie die DR im Volksmund hieß, ihre neuesten Produkte. Leipziger Frühjahrsmesse. Das gewohnte Bild. Aus allen Erdteilen kommen Kaufleute in die Messemetropole. Weltoffener Handel ist das Zauberwort. Weltoffener Handel in und mit einem wirtschaftlich und politisch stabilen und souveränen Staat. Auf der Frühjahrsmesse 1963 wurde ein neuer, komfortabler Schnelltriebwagen vorgestellt, der sich in Design und Innenausstattung an der Luftfahrt orientierte. Internationales Flair und ein Hauch von Luxus versprach der elegante Zug, der im volkseigenen Betrieb Waggonbau Görlitz entstanden war und deswegen fortan als SVT Bauart Görlitz bezeichnet wurde. Ausstattung und Ausgestaltung der Fahrgasträume ermöglichen ein angenehmes Reisen. Die Öffentlichkeit durfte wegen der damals beschränkten Reisemöglichkeiten ins Ausland den für internationale Verbindungen vorgesehenen Schnelltriebwagen meist nur bestaunen und sich zusammen mit der DDR-Führung über ein neues Produkt von Weltniveau freuen. Auch mit diesem aufsehenerregenden Zug errang die DDR neues Prestige auf dem Weg zur internationalen Anerkennung. Der Speisewagen rollt in der Mitte des Zugverbandes und bietet 23 Fahrgästen Platz. Die internationale Speisekarte kann sich sehen lassen. Was bestellt wird, ist schnell zur Stelle. Die neuen Züge waren nicht ganz so schnell zur Stelle. Im Jahr 1965 folgte dem Prototypen endlich der erste Serienzug, ebenfalls mit Sonderlackierung. Bis 1968 werden 6 weitere Züge geliefert. Nur bis ins Jahr der DDR-Energiekrise 1981 wurden die Schnelltriebwagen im internationalen Verkehr eingesetzt und sollten danach abgestellt werden. Für 2 Züge wurde dann doch noch eine Saisonleistung zwischen Berlin und Bautzen eingerichtet, die schließlich im Jahr 1985 eingestellt wurde. Zwei Jahre später wurde, anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins, ein SVT Bauart Görlitz wieder in Betrieb genommen, dessen Karriere als Museumszug bald genauso lange dauern sollte wie sein Einsatz im Regeldienst. Dabei kam er auch auf seinen alten Stammstrecken nach Prag und Karlsbad zum Einsatz, die er einst unter so klangvollen Zugbezeichnungen wie Vindobona, Carola und Karlex befahren hatte.
Am Museumszug gibt das sogenannte RIC-Raster Aufschluss über die internationale Zulassung. Deutschland, Österreich, Italien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Schweden, Polen und Dänemark. Überall dort ist der SVT zugelassen und schon einmal gefahren. Seine Genehmigungen zum Befahren der ausländischen Bahnstrecken hat er allerdings nicht unter dem Namen SVT Bauart Görlitz erhalten, sondern unter der offiziellen Baureihenbezeichnung VT 1816. Das Zustandekommen dieser Nummernreihe erklärt uns Triebwagenexperte Georg Hämmerling. Wir sehen hier das VT 1816. 18 ist die PS-Zahl. Also das heißt, hier wären 1800 PS, pro Anlage 900, inzwischen 1000 PS. Die Motoren sind verbessert worden. 16 ist die Geschwindigkeit, 160 km/h, und 10 ist die laufende Nummer. Triebwagenführer Ralf Ritter nennt uns die Namen, die der Zug beim Publikum hatte. Das Eigenartige ist ja, dass unter der Baureihenbezeichnung Bauart Görlitz der Zug relativ wenig bekannt war. Womit aber jeder was anfangen konnte, war Vindobona, war Kalex oder war auch Neptun bzw. Berlinan. Ebenso klangvoll auch die anderen Namen der wichtigsten Triebwagenverbindungen, die von Berlin, Hauptstadt der DDR, ins Ausland führten. Neptun nach Kopenhagen. Berlinaren nach Stockholm. Hungaria nach Budapest. Vindobona nach Wien. Karlex und später Karola nach Karlsbad, dem tschechischen Karlovy Vary. Doch nun zur Geschichte des Görlitzer Zuges. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte zunächst einmal die Dampftraktion wegen ihrer universellen Verwendbarkeit den Vorrang im Reiseverkehr gehabt. Die schlechten Brennstoffverhältnisse begrenzten jedoch Leistungsfähigkeit und Aktionsradius der Lokomotiven erheblich. Gute Fahrt. Mach's gut. Vorsicht am Zuge. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Schon Anfang der 50er Jahre hatte sich deshalb auf dem Schienennetz der Deutschen Reichsbahn ein recht umfangreicher Triebwageneinsatz im sogenannten Binnenverkehr entwickelt. Bis hin zum Postzug bedienten die verschiedenen Vorkriegsfahrzeuge alle Zuggattungen. Auch der Anteil der Triebwagen bei den schnellfahrenden Reisezügen war recht hoch. Aber es gab ständig Probleme mit den Vorkriegs-SVTs, sodass man schon 1953 neue Schnelltriebwagen bei der Firma Ganz in Ungarn bestellte. Einsteigen bitte. Im Jahr 1954 wurden drei Triebzüge unter der Baureihenbezeichnung VT 1214 an die Reichsbahn geliefert. 12 stand für 120 km/h Höchstgeschwindigkeit, 14 für 14 Tonnen Achsdruck. Baugleiche Züge hatte übrigens die CSD bestellt. Jeder Triebwagen des vierteiligen Triebwagenzuges der ungarischen Staatsbahn hat einen Dieselmotor mit einer Leistung von 450 PS, dessen Kraft mechanisch auf die Treibachsen übertragen wird. Eine Vielfachsteuerung ermöglicht es, beide Fahrmotoren von einem Führerstand aus zu bedienen. Mit den drei VT 1214 an die Reichsbahn war bis 1957 die Zahl der SVT auf 19 Züge angewachsen. Von dem Bestand weilte aber schon mal über die Hälfte im RAW Wittenberge zur Reparatur. Erst Ende 1958 konnte die DR dann 8 SVT von der Deutschen Bundesbahn übernehmen, denn dort hatten die neu in Dienst gestellten TEE-Triebwagen VT 115 die Altbaufahrzeuge überflüssig gemacht. Hier verlässt ein DB VT 06 den Bahnhof Wuppertal-Elberfeld.
Der Trans-Europ-Express wurde im Jahr 1957 in Dienst gestellt und war das Aushängeschild der DB. Die erste bedeutende Auslandsverbindung mit den Reichsbahn-SVT war im Jahr 1957 der Vindobona. Auf dem Bahnhof Friedrichstraße startete nach 12 Jahren Unterbrechung der erste fahrplanmäßige direkte Dieseltriebwagen der Deutschen Reichsbahn nach Wien. Der elegant ausgestattete Zug mit dem Namen Vindobona aus der DDR erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern. Während seine Passagiere alle Annehmlichkeiten des modernen Reiseverkehrs genießen können, bewältigt er die Strecke Berlin-Prag-Wien in der fabelhaften Zeit von 12 Stunden. Mit dem Einsatz des Triebwagens hat die Deutsche Reichsbahn die kürzeste Nord-Süd-Verbindung zwischen Skandinavien und Südosteuropa geschaffen. Bis zum Fahrplanwechsel im Mai 1960 war die Deutsche Reichsbahn für die Gestellung der Fahrzeuge des Vindobona-Umlaufes zuständig. Dann übernahm die CSD turnusmäßig für 2 Jahre den Einsatz mit ihren Fahrzeugen auf der 745 Kilometer langen Verbindung. Die CSD-Triebwagen M495 waren ebenfalls von der ungarischen Firma Ganz geliefert worden und entsprachen der schon vorgestellten DR-Baureihe 1214. Ab Mai 1962 stellten die ÖBB die Triebwagen für die auf 12 Stunden Fahrzeit beschleunigte Verbindung über Prag. Die Triebwagen der ÖBB-Baureihe 5045 waren mit 2x540 PS eher untermotorisiert und deshalb störanfällig. Zum Sommerfahrplan 1964 wurden die sogenannten blauen Blitze durch stärkere Triebwagen der CSD abgelöst. 2x620 PS hatten die neu beschafften Triebwagen M498, die auch fünfteilig eingesetzt werden konnten. Als 1966 die DR wieder an der Reihe war, setzte sie zunächst den dreiteiligen SVT Bauart Köln mit dem zweiteiligen SVT Bauart Hamburg ein. Zuglaufstörungen in nie gekanntem Ausmaß waren die Folge, sodass man schon von einer Schädigung des Ansehens der DR sprach. Ersatzzüge und Hilfslokstellungen waren fast schon an der Tagesordnung. Alles klar. Gut. Apropos Hilfslokgestellungen, hier eine Szene mit 03001 aus unserem Rio Grande-Film Die Dampflokzeit. Die Konsequenz daraus war der Einsatz der neuen SVT Bauart Görlitz. Die VT 1816 kamen dann ab September 1966 täglich bis Wien. Nur die Beendigung des Prager Frühlings durch Truppen des Warschauer Paktes unterbrach im August 1968 für einige Tage den Triebwageneinsatz. Wegen verspäteter Auslieferung der neuen CSD-Triebwagen M296 mit 2x800 PS erfolgte diesmal der turnusmäßige Wechsel der Triebwagengestellung erst zum 1. August 1969. Der Vindobona, einer von vielen internationalen Zügen der Deutschen Reichsbahn. Als wir in diesen Zug einstiegen, war gerade das dritte Jahrzehnt der DDR angebrochen. Unser Interesse galt nicht dem Zug oder einem bestimmten Fahrgast, sondern diesem jungen Mädchen, das korrekterweise seit 3 Tagen als junge Frau anzusprechen ist, denn sie hat geheiratet. Rosi Schulze. Sie ist internationale Zugbegleiterin, ein Beruf, den sie nach ihrer Lehre als Verkehrskaufmann ergriffen hat. Und Rosi Schulze ist so jung wie unsere Republik, auf den Tag genau. Rosi Schulze ist aktives Mitglied der FDJ, was bei der Schichtarbeit nicht ganz einfach ist.
und sie wurde vor kurzem Kandidat der SED. Von Rosi Schulze, so glauben wir, ist noch ebenso viel zu erwarten wie von unserer Republik. Deshalb weiter gute Fahrt. Ein letzter Triebwagenwechsel für den Windobohner fand dann im Mai 1972 statt. Zuvor waren die SVT Bauart Görlitz auf den schwierigen Streckenabschnitten der CSD entsprechend getestet worden. Die gründliche Arbeit zahlte sich aus. Mit den VT 1816 konnte die Leistung nun über 7 Jahre ohne Beanstandung gefahren werden. Weder CSD noch ÖBB beteiligten sich bis 1979 an der Gestellung der Fahrzeuge für den Windobohner. Sie hatten ja keine gleichwertigen Triebwagen dafür zu bieten. Zum Sommerfahrplan 1979 wurde der Windobohner in einen lokbespannten Zug umgewandelt. Die Ära der VT 1816 neigte sich damit schon wieder dem Ende entgegen. Nur die internationalen Zugläufe Carola und Carlex wurden noch bis Ende September 1981 mit den SVT Bauart Görlitz besetzt, ehe auch sie auf lokbespannte Züge wechselten. Im Jahr 1981 war auch die Dampftraktion im Reisezugdienst weitgehend zu Ende gegangen. Diesellokbespannte Züge waren allgegenwärtig und hatten gegenüber den SVT ein erheblich größeres Platzangebot. Im Mai 1964 aber war der SVT eine eindrucksvolle Erscheinung im sonst von Dampf und Ruß eingenebelten Berliner Ostbahnhof, als er seinen ersten Dienstplan als Neptun nach Kopenhagen antrat. Georg Hämmerling dazu. Erstmal schon vom rein Äußeren hier und es gab ja damals nur diese Triebwagen, das waren die Paradepferde und deshalb auch nur fürs kapitalistische Ausland gedacht, die nur international gefahren sind. Hier im Inland sind die ja erst dann viel, viel später gefahren. Berlin Ostbahnhof. Als Neptun-Express zwischen Berlin und Kopenhagen erfreuen sich diese modernen, schnellen Triebwagenzüge bei allen Reisenden großer Beliebtheit. Denn nichts geht über die Bequemlichkeit, Pünktlichkeit und Sicherheit des Schienenweges. Kein Wunder, dass der Neptun-Express nach dem Norden, wie sein Schwesternzug, der gerade aus Kopenhagen kommt, überall beliebt ist. Wegen seiner Länge konnte der SVT Görlitz anfangs nur vom Fährschiff Warnemünde über die Ostsee trajektiert werden und deshalb musste sein Einsatz vom Ministerium für Verkehrswesen mit dem Fährschiff Amt Sassnitz abgesprochen werden. Andernfalls musste ein SVT der Bauart Köln einspringen. 1967 waren diese Probleme durch Umbauten des Fährschiffs Kong Frederik IX. Behoben. Ab 1968 wurden auch die Triebwagen der DSB als Neptun eingesetzt. Die MS-403 Lyntog-Triebzüge fuhren im täglichen Wechsel mit den deutschen Triebwagen. Ab Mai 71 fuhren sie dann täglich und sie kamen bis nach Berlin-Zoo in den Westteil der Stadt. Joachim Rodatz filmte damals. Im Mai 1968 standen endlich genug SVT Görlitz zur Verfügung, sodass auf der Strecke Berlin-Malmö der Expresstriebwagen Berlin-Nahren verkehren konnte. Er wurde zwischen Sassnitz und Trelleborg mit der Fähre über die Ostsee transportiert. Der Prototyp VT 18, 1601 und 02 war 1963 schon 2 Jahre verspätet vorgestellt worden. Bis Ende 1968 wurde dann mit 8 Zügen der Bauart Görlitz inklusive der 2 Reservemaschinenwagen und aller Mittelwagen der Bau beendet. Ursprünglich war die Auslieferung von 5 Zügen bis zum Jahr 1965 geplant gewesen, doch besonders durch die Lieferengpässe der DDR-Schienenfahrzeugindustrie, die Getriebe kamen von Voith aus dem Westen, gab es immer wieder Verzögerungen.
Die Züge waren sowieso schon wegen fehlender Teile und Aggregate mit höchster Zustimmung durch die DR als wandelnde Provisorien ausgeliefert worden. Er verblüffte ihre Zuverlässigkeit. Die Dieseltraktion ermöglicht also neben ihrer Wirtschaftlichkeit auch ein schnelles und bequemes Reisen und begünstigt die Reinheit der Luft, vor allem in den Großstädten. Es ist deshalb auch ein Hauptanliegen der Eisenbahnen der sozialistischen Länder, das diese Programm vorrangig zu verwirklichen. Die Großtauschteile entsprechen weitestgehend denen der Diesellokomotiven der Baureihen V100 und V180, die ja parallel zu den SVT in den 60er Jahren gebaut wurden. Die Antriebsanlage wurde allerdings auf einem Triebgestell mit 4 Meter Achsstand angeordnet. Besser wären die Motoren, wie bei der V180, auf dem Rahmen der Antriebsköpfe angeordnet worden. Die Anlagen sind so gebaut, dass der Zug auch mit einer Maschine gefahren werden kann, genau wie bei zweimotorigen V180. Georg Hämmerling ist mit der Technik des SVT besonders vertraut. Na, ich bin hier drauf seit 61, kann man so sagen. Wir hatten ja 8 Züge zu betreuen. Wa? Ich bin der Älteste aus der Werkstatt, der auch zwischen Rente. Aber da ich in dem Verein jetzt drin bin, Mensch, kannst du nicht mal kommen, was ist denn da wieder und wo ist denn das? Und von den alten Kindern haben wir da. Ja, dann bin ich hier mehr auf den Wagen wie zu Hause. Diesel-hydraulisch, beide Anlagen. Mit einem Vollturbo. Und der Diesel ist ja bekannt, der kommt aus dem Motorenwerk Berlin-Johannisthal. Ein 12-Zylinder Diesel. Das Herz der Diesellok stammt aus dem Motorenwerk Johannisthal. Die hier hergestellten Motoren gehören zu den 5 besten der Welt. Ursprünglich war ja ein Prototyp bloß ein 900 PS Motor drin, der ist aber dann schnell wieder rausgekommen, weil der sich nicht bewährt hat. 12 KVD 1821. Das ist der Originalmotor vom Motorenwerk Berlin-Johannisthal. Das ist der Typ hier, der überall eingesetzt worden ist hier. Jeder Motorwagen hat ein Triebdrehgestell mit einem 12-Zylinder-Dieselmotor in V-Form mit Abgas-Turbo-Aufladung. Die Kraft wird über ein 3-Wandler-Getriebe hydraulisch auf 2 Treibachsen übertragen. Der Schnelltriebwagen ist also mit 2 schnell laufenden, wassergekühlten 12-Zylinder-Dieselmotoren bestückt. Der Typ 12 KVD kam auch bei den anderen DR-Dieselloks zum Einbau. Bei der V60 als Saugmotor mit 650 PS. Durch Aufladung konnte er in der Bauform 2 auf 1000 PS gesteigert werden. Bei der Bauform 3 sogar auf 1500 PS. Der letztere hatte allerdings im SVT keinen Platz und hätte vielleicht auch die Getriebe überfordert. Ein solcher Schaden hat im Jahr 1978 schon zur Abstellung des Prototyps VT 18-1601 geführt. Die Reichweite des SVT errechnet sich nach dem Kraftstoffverbrauch. Die Faustformel erläutert uns Triebwagenführer Ralf Ritter. Dass ich pro Motor und 100 Kilometer 100 Liter Dieselkraftstoff brauche. Das ist natürlich davon abhängig, fahre ich in die Berge, fahre ich hoch oder fahre ich runter, habe ich einen Plan, wo ich 140, 160 fahren muss oder habe ich einen, wo man mit 100 oder hier auf dem Berliner Außenring damals mit 80 fahre. Aber so Faustmarke ist 100 Kilometer 100 Liter Diesel und bei 1500 Litern Tankinhalt hast du also eine Reichweite von 1500 Kilometern. Das ist schon eine ganze Menge, auch für damalige Zeiten. Weder mit solchen Langläufen noch mit dem internationalen Flair konnte der Dampfbetrieb mithalten. Und die sind nur im internationalen Verkehr gefahren. Ne? Nur Wien, hier, heute die Strecke Karlsbad, Malmö, Kopenhagen. Ja, und die beiden Reservetriebköpfe ist so, wenn der von der Fahrt kam, das heißt wirklich mit größeren Schaden, da wurde der Maschinenwagen abgetrennt, der neue ran und dann ging es früh wieder auf der Fahrt.
Und wir haben dann den im Laufe des Tages wieder in Stand gesetzt. Dann kam es ja auch mal vor, dass wir mal eine Laufbuchse ziehen mussten, dass wir einen Kolben mal wechseln mussten oder eine Turbine. Das war so gang und gäbe, was wir jetzt von Seiten der Werkstatt machen konnten. Wenn nur ganz große Sachen waren, die Getriebe oder so, dann ging er nach Wittenberge, das war ja unsere Heimat-RAW damals. Und dann wurde auch ganz kurzfristig ein Termin und da ist eine große Hebehalle. Und die hatten meistens immer in Drehstellen Reserve zu stehen. Das hieß, da war ein Kasten hoch, die Drehstelle rausgefahren, das neue Drehstelle rein. Und auf dem schnellsten Weg wieder nach Berlin. Und dann fuhr er wieder planmäßig nächsten Tag. Rund um den Betrieb des Renommierzuges entwickelte sich in der Heimatdienststelle Berlin-Karlshorst ein richtiger Sportsgeist, ein Wir-Gefühl, das der heutigen DB AG durch die neuen Strukturen abhanden gekommen ist. Kennengelernt habe ich das Fahrzeug das erste Mal 1977, während meiner Lehrzeit. 1975 habe ich bei der Deutschen Reichsbahn angefangen und durfte dann im zweiten Lehrjahr mal 14 Tage als Beimann auf diesem Fahrzeug mitfahren. Bei einem Kollegen Fritze Eckert, der ist im damaligen TBW Karlshorst so eine Art Institution gewesen. Alter, erfahrener Lokführer, der auch viel außerhalb des offiziellen Reglements wusste und machte, der also dann hier auch das Fahrzeug auf 120 km/h beschleunigt hat, die Motore abgestellt hat, zwecks Spritsparen, unruhigerem Lauf und was er mir da alles erzählt hat. Und wenn man als Lehrling dann so einer Koryphäe gegenübersteht, ist man ja doch erstmal ein bisschen ehrfürchtig und erstaunt. Der im Mai 1965 gelieferte vierteilige erste Serientriebwagen VT 18-1602 hatte zunächst eine ähnliche Lackierung wie der Prototyp erhalten. Erst der einen Monat später gelieferte 03 hatte die bekannte Rot-Elfenbein-Farbgebung, mit der dann auch die weiteren Züge geliefert wurden. Im Jahr 1967 die Züge 05 und 06, vier zusätzliche Zwischenwagen und der Reservemaschinenwagen VT 18-1609A. Im Jahr 1968 kamen schließlich die Züge 07 und 08, noch zwei Zwischenwagen und der Maschinenwagen VT 18-1610A. Bei der im Jahr 1970 erfolgten Umzeichnung erhielt der Zug die EDV-gerechte Baureihe Nummer 175. Dabei wurden die Maschinenwagen mit den EDV-Nummern 175, 001 bis 019, die 30 Zwischenwagen mit den EDV-Nummern 175, 301, 401 und 501 folgende versehen. So wurde zum Beispiel aus dem Maschinenwagen des zweiten Zuges VT 18-1602B der 175 004. Der Triebwagen 004 und zwei Beiwagen wurden bei dem Unfall von Schweinsburg-Kulten zerstört und erlangten damit traurige Berühmtheit. Insgesamt hatten wir 8 Triebzüge und 2 Reservetriebköpfe. Einer ist abgefackelt. Einer hat den Unfall gehabt damals in Schweinsburg-Kulten. Am frühen Morgen des 30. Oktober 1972 war der X69 Carola auf dem damals noch eingleisigen Abschnitt zwischen Gößnitz und Werdau mit dem D273 zusammengestoßen. Dessen E-Lok hatte sich dabei auf den immer noch ca. 100 km/h schnellen entgegenkommenden Triebwagen geschoben. Insgesamt 25 Menschen kommen bei einem der schrecklichsten Unglücke der Reichsbahn ums Leben. Als Unfallursache wurde später ermittelt, dass der Triebwagenführer das haltzeigende Ausfahrsignal überfahren hatte. Normalerweise gab es für den Carola hier Durchfahrt. Aufgrund der Fahrzeitüberschreitung wegen Nebels war die planmäßige Kreuzung in Werdau mit dem D273 von der Dispatcherleitung auf den heute nicht mehr existierenden Bahnhof Schweinsburg-Kulten verlegt worden. Doch der Triebwagenführer war vom Restalkohol noch umnebelt.
Denn wie das Ministerium für Staatssicherheit ermittelte, hatte der beim Unglück ums Leben gekommene Triebwagenführer am frühen Morgen noch größere Mengen Radeberger Bier konsumiert. Bis 1975 wurde der Zug wieder komplettiert. Der Reservemaschinenwagen 017 erhielt die Nummer des zerstörten 004. Vor dem Unfall hatte auch die Werbeaussage der Görlitzer Waggonbauer nicht geschützt. Die zurückgesetzte Führerkabine bietet dem Triebwagenpersonal größere Sicherheit. Die Anordnung des Führerstandes bietet dem Triebwagenpersonal gute Sichtmöglichkeiten. Eine Sicherheitsfahrschaltung überwacht ständig die Dienstbereitschaft des Triebwagenpersonals. Die pneumatische Hochleistungsbremse des Triebwagenzuges wird noch durch eine Magnetschienenbremse unterstützt. Aus Gewichtsgründen wurde an den Triebdrehgestellen die Magnetschienenbremse weggelassen. Alle Laufgestelle sind mit Magnetkörpern in mehreren Schleifen ausgerüstet. Damit kann der Zug aus Tempo 160 innerhalb eines Vorsignalabstandes von 1000 Meter sicher zum Stehen kommen. Das Schlusskapitel im internationalen Verkehr erlebten die Görlitzer 175 auf den Einsatzstrecken von Leipzig und Berlin nach Karlsbad unter den Zugbezeichnungen Carlex und Carola. Ab 1. August 1969 wurde der SVT Bauart Görlitz als Carlex auf der Fahrtroute Berlin-Leipzig-Plauen-Karlsbad, dem tschechischen Karlovy Vary, eingesetzt. Dabei überquerte er das Gölschtal-Viadukt, das größte Ziegelsteinviadukt der Welt, ein Wahrzeichen des Vogtlandes. Nicht jeder, der mit der Eisenbahn von Karl-Marx-Stadt nach Plauen fährt, wird wissen, dass er bei Netschkau über die größte Ziegelbrücke der Welt rollt. In 78 Meter Höhe überspannt sie hier in einer Länge von 574 Metern das Gölschtal. Bis zur Einstellung des Triebwagenverkehrs nach Karlsbad im September 1981 wurde das berühmte Bauwerk täglich befahren. Über das Einsatzende hinaus wurde der 175 014 019 noch für Sonderfahrten genutzt, bekam wegen der anhaltenden Nachfrage im Jahr der Wende 1989 noch eine Hauptuntersuchung. Im Jahr 1991 bekam der fünfteilige Zug dann einen weiteren Mittelwagen. Zwei Jahre später wurde er in den Park der betriebsfähigen Museumsfahrzeuge beim Verkehrsmuseum Nürnberg aufgenommen. Und seit 1991 existiert hier eine Truppe, die dann 93 in der Freizeitgruppe sich zusammengefasst hat, um einfach auch zu verhindern, dass dann andere hier Zugriff haben und das Fahrzeug für sich ausnutzen und ausschlachten. Denn wenn wir die Arbeit machen, müssen nicht anderen die Lorbeeren einstecken. Und doch sollte der Museumszug von Berlin zum Standort Stuttgart wechseln. Historisch gesehen von der DR zur DB. Die Stuttgarter wollten den Zug nicht haben und der Zug wollte nicht nach Stuttgart. Jede Fahrt, die wir dann in die Richtung unternommen haben, endete irgendwo im Fiasko. Ob also das in Heidenheim wieder aufgebaute Strömungsgetriebe seinen Geist aufgegeben hat, weil ein Fliehkraftregler nicht richtig gesichert war, ob Drehzahlversteller sich verabschiedet hat, ob ein Motorölschlauch gepatzt ist. Es gab nur Ärger bei den Stuttgarter Touren. Beifall für den SVT im Oktober 1998. Zur 150-Jahr-Feier der Schiefen Ebene brachte der Zug zahlreiche Zuschauer an den freigeholzten Fotopunkt in der 1:40 Steilstrecke. Nachdem alle Zuschauer den Triebwagen verlassen hatten, erfolgte in der Stallstrecke eine bravouröse Anfahrt.
gibt ja noch so ein Synonym und ich glaube, das ist für alle Kollegen die unvergesslichste Fahrt gewesen, die wir mit dem SVT gemacht haben. Das war im Jahr 2000 der Literaturexpress. Also auch ein Zugname, wenn man so will. Die Bahn hatte den Zug kostenfrei zur Verfügung gestellt und das ist Literaturexpress, eine europaweite Aktion gewesen von Lissabon über Kaliningrad, Königsberg, Minsk, Brest nach Berlin. Und das erlebt zu haben, sind natürlich auch Sachen, die kann einem keiner nehmen. Zumal im Vorhinein man uns oder dem Fahrzeug diese Leistung nicht zugetraut hat und wir das schadensfrei überstanden haben. Wir sind pünktlich gefahren, zuverlässig gefahren und ich meine, die Leute waren auch zufrieden. Mit dem seitlich angebrachten Konterfeil von Kommunistenführer Ernst Thälmann war im Jahr 1984 ein weiterer SVT erhalten geblieben. Die Einheit 175 005 006 war zum Jugendclubzug umgebaut worden. Im Jahr 1992 wurde der Zug an das Chemnitzer Unternehmen Solaris verkauft, das ihn als Besprechungsraum für Investoren nutzte. Heute steht der Zug in Chemnitz neben dem Deutschen Spielemuseum an der Hauptstrecke nach Zwickau, wo es immer wieder zu interessanten Begegnungen mit anderen Museumsfahrzeugen kommt. Hier die Glauchauer 23/10/97. Die Konstruktion stammt aus dem Jahr 1955 und wurde 7 Jahre vor dem Erscheinen des SVT präsentiert, während E42001 ebenfalls im Jahr 1963 die Schienenwelt bereicherte. Auch der Zug 175/015/016 hat als Standobjekt ebenfalls überlebt und sollte der Pioniereisenbahn in Berlin übergeben werden. Aber er steht noch im Jahr 2004 in Berlin-Lichtenberg. Doch zurück zum Museumszug 175/014/019. Bis zum Erreichen der Revisionsfrist im Frühjahr 2003 war er im Einsatz. Seine vorläufig letzten Fahrten führten ihn auch auf alten Einsatzstrecken durchs Vogtland. Die Perle im Elstertal, die Stadt Greiz, durchfuhr er als Expresstriebwagen Carola. Der Reiseverkehr im Vogtland wird seit der Jahrtausendwende größtenteils von Triebwagen bestimmt, wobei der Renommierzug der DB, der ICTD, in puncto Bequemlichkeit und Speisemöglichkeit mit dem SVT nicht mithalten konnte, bei der Zuverlässigkeit sogar gänzlich versagte und im Dezember 2003 wieder aus dem Dienst genommen worden war. Rückgrat der DB ist seither der Triebwagen 612, hier in Nahverkehrsausführung bei der Einfahrt nach Plauen. DDR-Reiseführer priesen die Stadt im Süden als landschaftlich am schönsten gelegen. Und wie es sich für eine Großstadt gehört, gibt es hier auch eine Straßenbahn. Mit der elektrischen geht es ins Zentrum von Plauen, wo es unter den vielen Geschäften auch eines für elektrische Modelleisenbahnen gibt. In seinem Sortiment führt Günther Feuereisen auch unseren Zug in Miniatur. Das ist der Modellbahnfachmarkt Plauen und bietet von der Nenngröße Z bis LGB alles. Der 175 kam 1999 in den Handel und wurde aufgrund der Bekanntheit im Vogtland durch die Vorbilder Carlex und Carola sehr gut verkauft. Er ist heute noch zu haben, sowohl in der Ausführung Epoche 3 als VD 1816 als auch als Ernst Thälmann Zug. Ja, das ist auf Anregung der Firma noch geschehen. Und das hat die Firma Kado entwickelt. In Japan hat von noch die ganzen Zuarbeiten bekommen. Und dann haben wir dieses schöne Modell in der Nenngröße H0 erhalten. Da dieser Zug vom Vorbild her hier sehr heimisch war durch die Verbindung Carlex und Carola, ist natürlich auch das Modell sehr gut verkauft worden. Also bei uns kostet er 275 Euro. Womit man dann schon ein ganz schönes Stückchen Zug erhält. Der ist vierteilig, dann gibt es noch ein Ergänzungsset mit 2 Teilen, wobei er interessanterweise als Carlex überwiegend 5-teilig gefahren ist, man also das Ergänzungsset schlachten muss. Günter Feuereisen hatte 1976 begonnen, die Deutsche Reichsbahn systematisch zu fotografieren. Seine exzellenten Fotos wurden bei Bild und Heimat sowie beim Transpress Verlag auch außerhalb der DDR veröffentlicht. Hier der erste Farbbildband zum Thema überhaupt.
Ja, ich war sehr stark dampflokomotivorientiert, aber dieser Triebwagen aufgrund seiner außergewöhnlichen Form stellte immer was Besonderes dar. Und Dampflokomotiven gab es 1976 in meiner Heimat schon fast gar keine mehr, sodass sich dieser Triebwagen natürlich anbot und eigentlich bei schönem Wetter immer angeschaut wurde. In Plauen hatte der Triebwagen nur einen Namen. Es war der Karlex. Die Relation hieß eigentlich Karlex und kein Mensch hat gesagt, dass das ein VD18 oder später dann eine Baureihe 175 ist, sondern er wurde immer nach der Relation genannt. Für uns war es immer Karlex, auch als er dann die Relation in Karola fuhr. Auch dann haben wir immer Karlex zu ihm gesagt. Jeder in Plauen kennt ihn unter Karlex. Mit dem eleganten SVT fuhr Feuereisen häufig nach Berlin zum Transpress-Verlag. Dabei ist der Wunsch aufgekommen, dem Karlex ein filmisches Denkmal zu setzen. Bei den beschränkten Möglichkeiten in der DDR ein durchaus gewagtes Unterfangen. Schmalfilme ging damit los, dass wir nur sehr grobkörnige Super-8-Filme hatten, die sowohl von den Farben her als eben auch von Korn und der Schärfe nur minimale Leistungen boten. Dazu kam das Handicap der Schmalfilmkameras. Es gab also bei uns noch russische Kameras mit Handaufzug, mit Federaufzug. Und dann wurde mal eine billige japanische Kamera importiert, die zwar den Film ordentlich transportierte, aber natürlich auch keine Hochleistungen bot, zusammen mit dem Film sowieso nicht. Und so war es eigentlich ziemlich schwierig, qualitativ hochwertige Aufnahmen zu machen. Andererseits war das die Möglichkeit, etwas in Bewegung festzuhalten. Es ist ja bei einem Dieseltriebzug auch ganz wichtig, dass man das in Bewegung sieht. Die geschichtliche Bedeutung dieser Filmdokumente gab Günter Feuereisen recht. In Leipzig Hauptbahnhof ist der Karlex aus Berlin eingetroffen. Bis Plauen wird der Zuglauf durch einen zweiten Triebwagen verstärkt. Der DDR-Bürger war es gewöhnt, mit Engpässen umzugehen und Vorschriften halbwegs legal zum eigenen Vorteil zu umschiffen. So gab es auch eine günstige Reisemöglichkeit mit dem Karlex. Die Preise innerhalb des AGW-Rahmens für die Fahrkarten waren nur halb so teuer und es mussten auch keine Zuschläge entrichtet werden. Und damit war jeder Reisende, der nach Plauen wollte, zum Beispiel von Leipzig oder von Berlin aus, gut beraten, diese Fahrkarte bis Marienbad zu lösen, also im internationalen Bereich zu lösen, weil er damit eine Menge Geld gespart hat, auch wenn er schon in Plauen ausgestiegen ist. Also der Kilometerstandortpreis waren 8 Pfennige und dann brauchte man nur 4 Pfennige bezahlen für den Kilometer und die Zuschläge fielen weg. Die Fahrkarten konnte man ohne Probleme kaufen, aber es war ein platzkartenpflichtiger Zug und die Platzkarten waren durch die Funktionäre meistens ausgebucht, sodass man also eigentlich auf dem Schleichweg einsteigen musste, häufig jedenfalls, indem man einfach zugestiegen ist und sich einen freien Platz gesucht hat. Die SVT blieben bis zu ihrem Einsatzende die exklusivsten Züge der Deutschen Reichsbahn und waren natürlich alles andere als ein Massenverkehrsmittel. Die Reichsbahn diente ja hauptsächlich der Beförderung. An Komfort hat kein Mensch gedacht bei dieser ganzen Geschichte. Es ging also eigentlich immer nur darum, die Leute von A nach B zu bringen, vor allen Dingen im Berufsverkehr oder im Urlaubsverkehr. So, und dieser Zug war halt was Exklusives, was ja auch in der Innenausstattung deutlich zum Ausdruck kam und in seiner internationalen Verwendung. Der doch andere Komfort, die andere Art Eisenbahn und der wunderbare ruhige Lauf dieses Zuges, der mich also heute noch fasziniert. Je schneller dieses Fahrzeug fährt, desto ruhiger lief er damals und läuft er heute auf den Schienen. Erschütterungen, Gleisunebenheiten und ähnliches, das steckt er also anstandslos weg. Und es war schon eine andere Welt. Seine Zuverlässigkeit fiel auch den Reisenden auf, die Ausfälle bei Reisezügen gewöhnt waren. Solange ich ihn beobachtet habe, ist er immer gefahren hier. Manchmal natürlich etwas verspätet, aber doch relativ zuverlässig. Wobei man also die Rückleistung zum Beispiel von Bad Brambach bis Plauen nur mit einer Maschinenanlage fuhr. Vermutlich hat der Triebfahrzeugführer den Lärm der Maschinenanlage nicht gemacht und fuhr dann immer geschoben sozusagen. Also die hintere Maschinenanlage lief bis Plauen, ja, und er hat sie wahrscheinlich auch von der Geschwindigkeit her und der Leistung, die erforderlich war, nicht gebraucht und schob also bis Plauen. Erst in Plauen wurde die vordere Maschinenanlage wieder mitgestartet. Konzipiert, im Grund war er ja mal vierteilig, wie er gekommen ist, mit 2x900, später 2x1000 PS. Zum Betreiben reicht
Geschwindigkeit halten. Oder wenn ich dann von Adorf gen Berlin fahre, bergab, auch eine Anlage. Die eine Anlage brauche ich nicht unbedingt zum Fahren, weil der Zug läuft fantastisch, der hält seine Geschwindigkeit, aber ich muss Luft pumpen. Und zum Luftpumpen brauche ich Strom. Den liefert mir der Dieselmotor über seine Lichtmaschine. Hier eine Aufnahme vom Carola, kurz hinter Wünschendorf im Elstertal. Er war hier frühmorgendlich Richtung Karlsbad unterwegs, während der Carlex erst um die Mittagszeit das Elstertal-Viadukt von Plauen überfuhr. Eine V200 ist auf dem Laufweg des Carola durchs Elstertal unterwegs, während oben der Carlex auf dem Weg Richtung Süden als nächsten Bahnhof Plauen erreichen wird. Der Bahnhof Plauen wurde im Jahr 1969 anlässlich des 20. Jahrestages der DDR porträtiert. Die kalte, nüchterne Architektur war Programm im Sozialismus. Günter Feuereisen, der Dampflok-Romantiker, ließ sich davon nicht abschrecken und dokumentierte beim Carlex das Rangiermanöver der Verstärkungseinheit. Der Stammzug hatte schon wieder Ausfahrt, während der zweite SVT zum Tanken hinterherfährt. ...1972 wurde diese zweite Verbindung durch das Elstertal als Carola eingerichtet. Und damit hat man im Prinzip viermal am Tag diesen Triebwagen im Furchtland. Im gleichen Jahr wurde die Verbindung Winde-Bona nach Wien eingestellt und die frei werdenden Triebwagen verstärkten den Carlex zwischen Leipzig und Plauen. Dann fuhr er also doppelt. Ein halbes Jahr später fuhr man noch bis Adorf mit dem doppelten Triebwagen weiter, mit der Begründung, dass in Plauen kein Platz zum Abstellen der zweiten Einheit sei. Ja, und 1981 endete dann der ganze Spaß. Dann fuhr man wieder lokbespannte Züge auf diesen Relationen. Im Jahr 1980 filmte Helmut Bürger in Karlsbad den kurz vor 16 Uhr eintreffenden Carlex. Damals wurden auch die Reisenden der CSD mit Sozialismusparolen begrüßt. Außerdem sorgte der Ruß von Dampflokomotiven für die richtige Patina an Fahrzeugen und Gebäuden. Fast ein Vierteljahrhundert später wurde mit einer Sonderfahrt an diese Einsätze, die durch das Vogtland führten, gedacht. Seither hat die Eisenbahn stark an Bedeutung verloren, sodass es heute internationale Verbindungen dieser Art mit dem ehemaligen Böhmerland nicht mehr gibt. Wir haben den Carlex bis Adorf auf der alten Strecke verkehren lassen. Normalerweise kennt man das, was sich da neben den Gleisen rechts und links abgespielt hat, nur bei Dampflok-Sonderfahrten oder bei großen Highlights, dass für einen Triebwagen diese Unmassen Menschen auf der Beine gewesen sind. Es war schon irgendwo, ja, ich möchte beinahe sagen, erschütternd, weil uns wird ja immer nachgesagt, es gibt kein Publikum und kein Interesse für dieses Fahrzeug. Deswegen ja auch die Geldmittel nicht so vorhanden sind, wie wir uns das vorstellen. Ausfahrt Adorf Richtung Weischlitz. Auf dem Rückweg über Leipzig nahm die Abschiedsfahrt den Laufweg des Carola durchs Elstertal.
der krönende Abschluss ist dann der Vindobona gewesen. Zwar nicht bis Wien, aber immerhin doch mit Prag, mit einem sehr herzlichen Empfang auch in Prag selber, auch von den tschechischen Kollegen, die ja damals in Vindobona auch gefahren sind. Mit der Fahrt in die goldene Stadt an der Moldau am 12. April 2003 wurde das wohl letzte Kapitel in der Geschichte der Schnelltriebwagen der Bauart Görlitz abgeschlossen. Die tschechische Hauptstadt Prag war wichtigster Unterwegshalt des Vindobona auf der Fahrt von Berlin nach Wien. Über insgesamt 10 Einsatzjahre hatte der VT 1816 hier seine Überlegenheit vor anderen Triebwagen unter Beweis gestellt und war so zur Legende auf Schienen geworden. Bye.